Und damit begrüße ich euch heute zum vierten und letzten Teil meines Vlogs. Wir wieder in Stuttgart und jetzt geht's wieder heim ins Muldental. Ich warte jetzt hier auf den RE nach Lauda, der ja baustellenbedingt jetzt bis Lauda fährt, nicht bis Würzburg. Dann geht's mit dem Bus nach Würzburg und dann muss ich mal gucken, entweder mit dem RE nach Erfurt oder nach Bamberg und von dort aus nach Leipzig. Ja, so. Und dadurch, dass wir am Wochenende Fahrplanwechsel waren, fahren heute einige Züge nicht mehr mit den Fahrzeugen, wie sie vorgestern noch gefahren sind. Also ich habe es vorhin schon gesehen bei den Zügen nach Aalen. Dort fahren jetzt Flot 3 von Go Ahead. Ich denke mal, dass Go Ahead ist. Und dort steht eine 147 mit Dosto. Dritte Generation als RB nach Neckarsulm. Wer jetzt nicht für welche Garnitur es der Ersatz ist, ob sie für Einwagen ist oder für die Erdesto, obwohl Einwagen eher nicht. Könnte schön sein, aber die fahren ja planmäßig nur montags bis freitags, außer feiertags. Und heute ist Feiertag. Und könnte also dadurch sein, jetzt fährt heute der 1116er aus. Nehme ich mal noch mit auf. Ja. Außerdem habe ich noch im Radio gehört, sollen die Züge nach Karlsruhe jetzt auch von privaten Bahngesellschaften, entweder von Go Ahead oder von Abellio, betrieben werden. Ich glaube, von Abellio war es. Okay, hier fliegen wieder ICE1, ICE Kreilsheim. Beschmiert der erste Teil, ja, das nicht. Das ist wirklich verstörtig. Was kommt dort in der Varo D? Ja, da wird bestimmt auf Gleis 6 einfahren. Ja, so. Und da warte ich jetzt auf meinen Zug und dann geht's nach Lauda. Und los geht's. Gerade ist hier dieser IC eingekommen mit einer Doppeltraktion von E-Lok, also zum einen eine 101. Zum anderen eine 120, wahrscheinlich 101 kaputt, deswegen ist die 120 eingesprungen. Ja, finde ich eine recht schöne Garnitur, hätte ich gern aufgenommen, aber wenn ich die aufgenommen hätte, ja, hätte ich diesen Zug nicht bekommen, mit dem ich jetzt noch nach Lauda fahre. Ja, was ich einen Untergang gemacht hätte, das wäre hier, ich sag, das wäre mir einen Flot 3 angeguckt. Ist nicht cool. Unser aktuelle Fahrgastinnahme von der Regio begrüßt das Zugpersonal. Regional Express 19062 auf der Fahrt nach Lauda. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Der nächste Fahrplan ist gerade dann Ludwigsburg. Ja, genau. Ja, also ich hätte mir gerne noch einen Flot 3 angeguckt von Go Ahead. Das steht nämlich nicht böse an, schon mehrere im Hauptbahnhof. Bloß, das hätte ich nicht geschafft. Mit dem Zug hier. Ja, also wie ist er denn doch während der Führung, wie es in Leipzig Hauptbahnhof ist, wäre es möglich. Aber Stuttgart hat das nicht, genau wie die meisten anderen Kopfbahnhöfe, die ich kenne, also alle anderen außer Leipzig. Heute nochmal schön ins Hochwetter. Der Agilis-Zug hier unten wieder. Da stand ja in Pforzheim vorgestern. Ihr habt es gerade gesehen, mein Blick aus dem Führerstand raus. Es fängt langsam an mit Regnen, auch wenn man es jetzt hier auf der Scheibe nicht sehen kann. Der nächste Heilbronn Hauptbahnhof, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Deswegen macht es wenig Sinn, mal vorne zu stehen und zu filmen, weil man eh nichts sieht.
ja, ich habe bis jetzt das Ganze dann bis Würzburg aufgehört hat, obwohl, ja, man da wenig Hoffnung machen kann. Ja, sollen wir da drüben mal gucken. Güterbahnhof Würzburg, da ist die Scheibe gerade ein bisschen milchig. Ja, also wie gesagt, es macht wenig Hoffnung. Ich habe vorhin schon mal auf dem Regenradar geguckt. In der Wetter-App. Also, so wie ich fahre, so zieht sich auch das Regenband über Deutschland. Also, nicht so, dass man sagen könnte, irgendwann mal. Es bleibt ja drüben auf der Seite. Also ja, Rheintal, Neckartal, so Baden-Württemberg. Bleibt das Ganze? Nee, das zieht dann später weiter Richtung Bamberg-Nürnberg und dann nach Leipzig. Also, ich hoffe bloß, dass mich da bloß ein paar Eisläufer schon erwischen und nicht hier die volle Ladung abkriege. Da wird es nämlich auch mal ein Filmscheiße und ich weiß nicht, wie wasserdicht der Camcorder oder so überhaupt wasserdicht ist. Ich muss ja ehrlich sagen, ich will es auch nicht ausprobieren. Straßenbahn. Der war teuer genug und das muss ich nicht ausprobieren. Also im Handy weiß ich, das ist ein bisschen wasserdicht. Sollte es zumindest sein. Also ob das der Fall ist, bezweifle ich langsam. Ja, muss ich auch nicht ausprobieren. Und dann könnte ich schon ein bisschen was machen. Drüben stehen noch ein Garniturm, Nummer 46. Heute nicht im Einsatz. Also das muss ich nicht ausprobieren. Handy wasserdicht das ist, aber einen kleinen Regenschauer hält das schon alles. Das darf bloß nicht auf die Kontakte kommen. Kannst du euch schon mal zeigen. Das ist nämlich irgendwie da die Kappe, ab der Kappe abgebrochen. Also mal jetzt mal hier guckt, ja, ist eigentlich eine Klappe drauf. Ist die Kontakte geschützt sind vor Wasser, aber die habe ich irgendwie bekannterweise abgebrochen und jetzt sind die Kontakte offen. Wenn da Wasser reinkommt, dann war es das, denke ich mal zumindest, dass das so ist. Die werden es nicht umsonst drauf gemacht, haben wir schön mit Dichtung, haben wir schön verdichtet alles. Haben die nicht umsonst gemacht. Und bei anderen Handys, die nicht wasserdicht sind, ist das nicht drauf. Da denke ich mal, dass es nicht mal wasserdicht ist. Aber wie gesagt, beim Film ist ja die Seite noch. Zeigt ja nach unten und da kommt dort auch kein Wasser rein. Oder, ne? Bei einem Schauer sollte da kein Wasser reinkommen. Das heißt mal so. Und da geht das auch mal alles. So, wie ich gerade sehe, ich weiß nicht, ob ich da nochmal vorgehen kann, denn so wie es aussieht, machen die gerade Lokführerwechsel. Damit der neue Lokführer so freundlich ist und den Vorhang nicht zur Seite zieht oder ob er den Vorhang zur Seite zieht, weil es ihn blendet. Wenn man jetzt überhaupt nicht geblendet hat. Also ich vorne war, zumindest sah es nicht so aus. Werde ich sehen. Vielleicht klappt es nochmal. Vielleicht aber auch nicht. Ja. Das, wie gesagt, das werde ich dann schon sehen. Und gegebenenfalls gehe ich dann nochmal runter. Was heißt, wenn es auch nicht so mit Regen so schlimm ist. Weil die ersten Tropfen sieht man jetzt hier, wie ihr es seht. Wo ist denn jetzt hier an der Scheibe dran? Wenn mit der Scheibe alles voll mit Regen, mit Wasser ist, da macht das übers Gäschen runter zu gehen. Da ist die Scheibe da auch, naja, milchig ist sie nicht, aber irgendwie ja, durch zwei Scheiben durchgucken und dann noch mit Camcorder filmen, also so toll ist das nicht. Habt ihr ja vorhin gerade gesehen, da war es noch nicht ganz so schlimm, dass er so Scheibenwäsche anmachen musste, aber filmen könnte man da eher schon nicht mehr. So, jetzt gibt es nochmal hier im Hintergrund die N-Wagen-Garnitur zu sehen. Wie es aussieht, steht hier eine zweite Garnitur dahinter. Bestimmt die andere. Ja, das wird auch die andere sein, die hier auf der RB Stuttgart Heilbronn Neckarsulm Osterburgen unterwegs ist. Das sind sowieso was Straßenbahnen, die gehören ja auch zur Stadtbahn in Karlsruhe. Ich gesehen habe und fahren deshalb sowohl auf dem Streckennetz zur Deutschen Bahn, ein ganzes Stückchen sogar, aber dann auch rein in die Stadt. Also das finde ich eine ganz gute Sache. Aber die Fahrzeuge, die in Karlsruhe und in anderen Regionen eingesetzt werden,
Ach, das ist eher nicht so mein Fall, muss ich sagen. Also die gefallen mir nicht. Besonders die in Karlsruhe. Also da gefallen mir die Chemnitzer besser. Ich glaube Nordhausen, ja, Nordhausen hat das ja auch. Allerdings dort auf dem Schienennetz der HSB, der Harzer Schmalspurbahn. Die sind da, finde ich, schöner als die Karlsruhe. Aber das ist meine Meinung. Da kann jeder eine andere Meinung haben und das anders finden. Ich will da auch keinen beeinflussen. In Würzburg Hauptbahnhof angekommen. Also die Fahrt mit dem Bus habe ich mit ELS Plus im Handy gefilmt. Das war mir zu umständlich, da einen Camcorder extra rauszuholen. Und zumal da auch ziemlich voll war. Also es war im Prinzip, es war eine schöne Fahrt, fand ich. Ging über der Autobahn. Ich glaube, das war A81 und dann über der Bundesstraße B27. Muss ich nochmal nachgucken. Ich habe gerade gesehen hier, da fährt eine Erfurt. Könnte ich mitfahren. Ich habe mich aber entschieden, nach Bamberg zu fahren, dort nochmal zu gucken, was dort los ist. Erfurt, da komme ich mal eher hin. Bamberg ist ein bisschen weiter weg. So mache ich jetzt wieder 2 Stunden Aufenthalt hätte. Ist zwar wieder was Schönes. Aber Erfurt, ja, naja, das ist mehr schlecht als recht gleich eine Viertelstunde oder sowas. Ne? Das lohnt nicht. Ich habe mir gesagt, gut, also jetzt hier eine halbe Stunde gucken. Mal gucken, was kommt in Würzburg und dann geht es weiter nach Bamberg. Habe ich gerade gesehen, mein Zug nach Bamberg fährt von Gleis 9 ab. Das ist da drüben. Ich komme nicht rüber, denn die bauen ja gerade alles um. Habe ich geguckt, Gleis 189 erreicht man über alte Unterführung. Also das ist sie nicht. Auch wenn man da rüberkommen würde, ist sie aber nicht. Alte Unterführung, das wird wahrscheinlich die Holzhütte sein, dort hinten ist. Ich zeige es mal auf Bahnsteig 4-5. Gucken, ob ihr das seht. Ja, diese Holzhütte dort hinten, die wird das wahrscheinlich sein. Und da gucke ich jetzt mal, was hier so noch passiert. Und wie ich dort rüber komme. Also wie das Eis passiert, nicht mehr hier. Ja, wahrscheinlich wird das so, als würde man über den Hamster mit dem Jet fahren, Franken-Thüringen-Express. Robert Bamberg mit, da wird dann Vater Walter Neuenberg und wird in Erlangen mit denen aus Leipzig oder Saalfeld, von dem er herkommt, vereinigt. Und vorne vereinigt dann Neuenberg.
Ich bin jetzt in Bamberg. Habe jetzt noch eine Stunde Aufenthalt, die werde ich zum Trainspotten nutzen. Da sehe ich gerade, kommt ein Güterzug mit Whirlpool 186 wahrscheinlich. Und hier ist der Zug gerade, mit dem ich gerade gekommen bin. Er war jetzt mit einem anderen Zug vereinigt, wahrscheinlich aus Leipzig, mit dem. Und fährt dann nach Nürnberg weiter. Da warte ich jetzt auf die Ausfahrt und dann suche ich mir einen guten Bahnsteig aus, wo ich mich hinstellen kann zum Trainspotten. Da wird bestimmt was Interessantes dastehen.
16 oder LBB? Was? Nee, 1016. Das wird schwer. Und hier eine blaue Klasse 66. Also 77. Oh, CDL. Oh, zu kommen. Sind die Französisch, die BW7300 oder wie die heißen, im Fret-Design. Das ist was Interessantes. Wir sind da sonst immer bloß halt den silbernen Design von Akin, die heißen, unterwegs gewesen. Aber so ein grün SCF-Design habe ich so nicht gesehen. Also überhaupt noch nicht und schon gar nicht hier in Mitteldeutschland. Das ist schon Allenwald. Also ich muss schon sagen, die Fahrt auf die XL Pantone ist was anderes angefallen. Wieder bin ich überrascht, dass hier am Viertaler es sogar drei Klos gibt. Das ist Saxonia Express, da in der Mitteldeutschland bis zwei davon sind. Bei Saxonia Express, da gibt es ja bloß 5 Taler und 3 Taler, aber 3 und 5 Taler sind auch bloß 2 Klos. Das ist wirklich gut. Und da ist es auch überrascht. Über den Frankenturm, kostenlose Beleuchtung im Klo, hatte ich alles nicht so gedacht. Das Einzige, was mich ein bisschen ankotzt, ist die Tatsache, dass sie nicht so bequem sind. Und jetzt Abstand auch relativ gering. Wenn man so steif da sitzt, wenn man da bis Nürnberg fährt. Von Leipzig aus, ja, wird dann schön Zeit, dass man rauskommt. Ja, allgemein, die Tour hat sehr gefallen. Auch das Flocken hat mir riesen Spaß gemacht. Das mache ich mal wieder, wenn es mal wieder passt, also die Gelegenheit, die sich ergibt. Ich werde auch mal wieder nach Baden-Württemberg fahren, ist klar. Freue mich auch schon darauf, auf den nächsten Vlog. Und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video und Sarah, tschüss, bis zum nächsten Mal. Engelsdorf, Aufstieg in Fahrtrichtung rechts.